die Geschichte, die viele erzählen. Nochmal, die Geschichte, die viele erzählen. Der Prophet ﷺ hätte einen Nachbarn Juden. Und der Jude hat immer vor ihm, vor seinem Haus Müll getan. Und jeden Tag, der Prophet nimmt Müll weg und so weiter. Und eines Tages kam der Prophet ﷺ raus und er hat keinen Müll gesehen. Der sagt, was ist los? Wo ist mein Nachbar? Die haben gesagt, krank. Deshalb ist er zu ihm gegangen und er hat bei ihm geklopft und er hat gesagt, bist du krank? Der hat gesagt, warum bist du zu mir gekommen? Der sagt, ja, jeden Tag tust du Müll, aber heute hast du keinen Müll getan, deshalb wollte ich dich besuchen. Der hat gesagt, so ist deine Religion? La ilaha illallah. Der hat den Islam gemacht. Das ist erfunden. Du findest es nicht, diese Geschichte. Und wer findet, dann soll er uns schicken, bitte. Aber in Büchern, sage ich jetzt nicht, der sagt mir, Sheikh Kishk hat das erzählt oder Sheikh So hat das erzählt. Es gibt viele, die erzählen. Okay. Allah al-Musta'an.